Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir sind fleißig dabei und bereiten die vierte Phase vor. Nur noch mal so zur Info, wenn ihr euch wundert, was? Warum ist da kein Anno gekommen? Ja, wie angekündigt am Ende der letzten Folge. Leider nur noch einmal die Woche, um hier ein bisschen hinterher zu kommen, zeitlich gesehen. Aber ihr verpasst nichts. Die Welterstellung wird gebaut. Das zwinge ich hier durch. Ob die Leute, die sie wollen oder nicht. Also immer sonntagsabends 20 Uhr. Kriegt die Anno zu sehen. So, ich habe hier ein bisschen zu kämpfen mit der Krankheit. Die husten auch alle mir ins Ohr rein, sag mal. Gerade noch schnell einen Arzt gebaut, das Dorf erweitert ohne Ende, ausgebaut ohne Ende. Natürlich bin ich noch im Krieg, im Kriegsmodus, selbstverständlich. Die gute, wie heißt sie gleich noch? Beryl O'Mara will auch einfach nicht aufgeben. Die hat keinen Bock, mit mir einen Waffenstillstand auf Friedensvertrag einzugehen. Ich weiß nicht, warum nicht. Aber hat sie selber Schuld. Ich habe ihr mittlerweile sämtliche Routen blockiert. Hier ist sie vorher durchgefahren. Habe ich jetzt einfach mal hier meine kleine Armee hingesetzt. Jetzt fährt sie andere Wege zurück, weil sie ja merkt, dass ich überall im Weg stehe. Das werde ich auch weiter ausführen. Ich ziehe meine Truppen nebenbei noch ein bisschen zusammen und werde sie immer schön ärgern die ganze Zeit. Was hat sie davon? Hier habe ich mittlerweile auch zwei Schiffe wieder am Start, die hin und her fahren. Mit Gold, mit den ganzen Kram, weil irgendwie fehlen hier mir die Obrios auch. Aber warum haben die keine gebackenen Bananen? Da kann ich mich jetzt endlich mal wieder darum kümmern. Was ist denn hier los? Lass mal ins Lager gucken. Was haben sie denn? Haben sie denn Bananen da und Fischöl oder was fehlt jetzt hier? Haben sie was kaputt geschossen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Das würde mich jetzt auch nicht wundern. Wir haben kein Fischöl, das ist das Problem. Rum haben wir genug, Zuckerrohr haben wir genug, da ist alles voll. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Aber da ist nichts aus irgendwelchen Gründen. Warum nicht? Warum gibt es hier keine gebackenen Bananen? Wahrscheinlich fehlt irgendwas. Jetzt müssen wir erstmal die gebackenen... Schiff unter Beschuss. Okay, Kaffee fehlt. Das ist kein Problem. Wo werde ich denn schon wieder angegriffen? Ein neuer Auftrag. Also versenkst du mir... Oh, die dicke Bertha schießt. Ich glaube, die versenken mein Schiff. Dann hat es ein Problem. Dann werde ich Jagd machen nebenbei, während ich hier alles baue. Ne, sie drehen ab. Clevere Idee. Denn die dicke Bertha versenkt auch mal eben das Schiff hier. Die Epidemie wurde besiegt. Oh Gott sei Dank, jetzt ziehen noch mehr Leute ein. Das hat man nun davon. Mal zurück hier. Wo ist denn die Bananen? Wo ist denn das Problem? Fischöl? Schiff unter Beschuss. Bananen. Aber es ist anscheinend noch nicht genug für Fischöl da. Ich mache nochmal, Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Hier ein bisschen mehr Fischöl und meinetwegen noch eine Bananenplantage dazu. Wo habe ich so viele eigentlich, ne? Wundert mich eigentlich, dass hier so ein wenig an Land kommt. Aber gut. Ja, schön neben den Ölfeld die Bananen aufbauen. Aber das passt schon. Aber so. Ich bin ja ein Fuchs. Ohne Straße war das, glaube ich, nichts. Ich glaube nicht, dass die hier hinlaufen. Oh, das habe ich ja wieder verkackt, ne? Das hat immerhin schon eine Straße, das muss ich hier nochmal kurz... Ich kann nirgends hin damit. Ja, ist ja gut. So, das haben wir. Lass mich doch erstmal fertig bauen hier, bevor du nirgends hin kannst. Erstmal schließen wir es hier an und dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus hin. Und weil es da nicht genug ist, bauen wir hier noch... so eine Küche hin und Schiff unter Beschuss.
So, jetzt müssen wir noch ein paar Häuser bauen hier. Achtung, Admiral anwesend. Okay. Nein. Doch. Nein, doch. Oh, so, das nochmal so nebenbei. So, ich wollte endlich die nächste Phase beginnen. Ich habe zwar noch nicht es fehlt noch ein bisschen was, aber es braucht 30 Minuten. Ich kann die Phase beginnen, eh wieder irgendwas passiert. Tun wir dies auch. Es fehlen noch ein paar Handwerker, die besorge ich gleich noch, ist gar kein Problem. Und es fehlen noch ein bisschen Holzfurniere. Die kaufe ich jetzt schon zu, nebenbei. Die holen ja erstmal die ganze Ware hier hin, von daher alles gut. So, was habe ich gesagt? Handwerker brauchen wir, ne? Handwerker. Kriege ich hier Handwerker? Ja, hier kriege ich noch Handwerker her. Ein paar. Nee, das ist wohl zu weit weg vom Schuss. Hier gibt es noch Handwerker. Minus ein. Null. Jetzt ziehen sie ja noch ein, ne? Okay, das heißt knapp an der Grenze mit den Arbeitern, aber es läuft alles soweit. Es geht, es läuft. Jetzt fehlen nur noch wirklich die Holzfurniere. Da habe ich jetzt nicht genug da eigentlich, aber ist nicht schlimm. Vielleicht kann ich unterwegs irgendwo welche kaufen. Schiff unter Beschuss. Ah, alle 3 Minuten hast du das hier, Schiff unter Beschuss. Aber die schießen ja auch zurück. Deswegen habe ich jetzt hier Kriegsschiffe für den Einsatz. Genau aus diesem Grund. Gespeichert. Alles nur wegen Willi hier. So, Holzfurniere hast du noch nicht, ne? Wenn du etwas suchst, kann ich dir helfen, es zu finden. Verkauft dir einer Holzfurniere? Ich fertige gerade. Ja, ja. Ja, mach da wieder irgendwelche Sachen. Holzfurniere suche ich. Ah, das ist sie. Hier muss ich hin, ne? Ja. Ich bin das Werkzeug, das Gottes Urteil vollstreckt. Aber er verkauft auch keine Furniere. Kriege ich die vielleicht bei Madame, Bist du hier, um zu helfen? Nee, aber Furniere hat sie auch nicht. Stoff jede Menge. Kann man dann auch was machen? Produktion erhöhen? Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Lagerhaus. Ich habe keinen Rum mehr, sehe ich gerade, aber die nörgeln gar nicht so sehr. Wundert mich ja ein bisschen. Kaffee wird knapp, oder? Lass mir ein bisschen was zukaufen. 114. Wo ist denn die Holzscharnierfabrik? Gar nicht, wo die jetzt hin ist. So, meine Schiffe sind hier vollständig. Nebenbei, während wir jetzt ein Sekündchen warten, während das gebaut wird, muss ich mich mal gucken, wo Pusseln Schiff sind. Unter Beschuss. Alter. Wir wurden getroffen. Okay, ich weiß, wo ich mich hin positioniere. Gib mir mal... Ei. Dich, dich und dich. Dich auch bitte. Dreht mal. Mach mal Platz. Muss mal eine Einsatztruppe losschicken. Kreuzer bereit. Die werden wahrscheinlich gleich dieses Schiff zerstört haben. Ein Feuer ist ausgebrochen. Jetzt. Ah, ja. Ein Schiff wurde zerstört. Auf die Station! Bitte. Ihr Hafen wird angegriffen. Bitte. Ei. Ihre Insel wird angegriffen. Ach ja, Krieg. Insel habe ich hier abgeluchst, ja. Aber Waren hat es nicht hinterlassen, ne? Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. So, und wo schicke ich die Truppe hin? Und wie fährt die unten ziemlich viel durch, sehe ich. Na dann, wenn die unten platziert. Dass sie ja keinen Nachschub kriegt. Dann lass mal schnell was einkaufen. Ja, 34 rum. Falls du mich brauchst. Zack. Muss doch mal. Bleibt ihnen nichts mehr. Ein
Wo willst du denn hin? Zum Einsatz! Ja, verfolg es, los. Hier hinten fährt auch noch eins rum, das fährt da hinten rum. Naja, ich blockiere hier die ganzen Wege. Irgendwann gibt es keinen Nachschub mehr. Ich bräuchte ja eigentlich nochmal eine... Was kostet mich denn so eine Fregatte zu bauen? Ein Schlachtkreuzer brauche ich nochmal, der nochmal zwischen den Inseln verkehrt. 15 Minuten brauche. Sie haben an Einfluss gewonnen. Brauche ich nochmal. Muss sein. Na, geht das nächste Schiff da kaputt? Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Kreuzer bereit. Sammel das mal auf. Auf die Station. Monitor im Dienst. Nochmal die Waren abladen nebenbei, die wir schon ergaunert haben hier. Sind wieder müde. Kampfdeck bereit machen. Pelz. Ach, guck mal an. Flotte bereit zum Feuern. Was hast du eingesammelt? Oh, riesiger Gold. Geldbeutel, aber nehmen wir auch mit. So, hier, komm. Aufgeschütze. Ab in die Zange. Spielstand gespeichert. So, wie sieht's denn hier aus? Die Bauphase läuft. Wir haben genug Arbeiter am Start. Es fehlen eigentlich nur noch die Furniere. An denen scheitert es wahrscheinlich am Ende ein klitzeklein wenig. Während wir hier den Krieg weiterlaufen lassen. Na, wer wird da in den Mangel genommen? Ich weiß ja nicht, was hier oben ist, sein soll, aber die Insel ist nicht mehr. Das hat es hoffentlich schon gemerkt. Ach, guck mal an. Jetzt habe ich meine Schiffe hier hingemacht. Dann fährt sie da hinter mir gleich wieder durch. Das hat sie sich aber so gedacht. Gleich wieder hier blockieren. Los, da folgt sie. Schlachtkreuzer bereit. Daher! Naja, wir kriegen sie schon. Wir werden sie schon dazu bringen, dass sie... irgendwann wieder Friedensvertrag mit mir haben möchte. Also das will ich hier raten. Das ist ja mein Ziel. Oh, jetzt will sie hier was kaufen. Das ist keine gute Idee, hier anzuhalten. Weil... wenn ich vier große Schiffe verfolgen. Ja, so eine clevere Idee ist. Aber was sie halt kann, kann ich auch. Und dann denselben Weg zurücknehmen, ist auch nicht unbedingt clever. Haus Harlow hat keine Verwendung für dich. Bereit zum Einsatz! Bereit, Admiral. Oh, das Treibhub sammeln wir natürlich ein, da kenne ich nichts. Flotte unterwegs. Hier positionieren wir unsere neue Flotte erneut. Was gab's denn? Oh, ein bisschen Erz hat sie gekauft. Muss sie wohl zukaufen, wa? Neuer Auftrag. Was kannst du hier am Abladen fahren? Ach ja, so ist das. 3 Millionen. Das geht, da könnte ich eigentlich einen Teil wieder verkaufen. Kampfdeck bereit machen. Oh, was gab's denn hier? Charakter-Item. Okay. Alles abladen, bitte. Schlachtkreuzer auf dem Weg. Gehen wir mal dahin. Gut, ich würde sagen... warum fehlen mir denn... ach ja, Ingenieur, warum fehlen mir denn die jetzt? Eine schreckliche Schande. Ja, ich würde sagen, dass ich mal von dir wieder eine Insel besiege, ne? Finde ich gar nicht verkehrt. 21 Minuten dauert es noch. Mir fehlen eh noch ein paar Furniere. In der Zeit. Würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es soweit ist, dass wir die Phase abschließen können.
Ja, ne? Gib einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Kuckuck. Da bin ich wieder. Es hat sich ein bisschen in die Länge gezogen. Es sind noch gute 7 Minuten. Denn zwischendurch hatte ich mal ein wenig Arbeitskraftprobleme. Die konnten wir aber lösen. Es haben wir wieder hier eine Krankheit. Ich weiß nicht, was die hier veranstalten. Ne? Frisch wie eine Frühlingswiese. Also mal ganz ehrlich, hier die Gegend echt, da würde ich nicht hinziehen an eurer Stelle. Ja, Krankheiten ohne Ende, nicht gut. Dann lieber hier schön mit mehr Blick. Ja, der Krieg tobt immer noch, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Da hat sich noch nichts dran geändert. Die Insel brauche ich eigentlich gar nicht. Kann man das hier auch abreißen, dass ich die Insel freigeben kann? Ja. Ich würde gerne dieses Eiland beanspruchen im Namen des Kaisers und der Kaiserin. Sehr gerne. Meine Bannerträger betreten neues Land. Meine Familie ist stolz auf mich. Ja. Und wir hatten Krieg zwischen euch. Wenn du sie nicht brauchst, ich siedle da gern. Ja, mach. Hehe, meine Berater brauche ich bei so einem Schnäppchen nicht zu fragen. Wegen er jault übrigens gerade rum, als mein Schiff wieder vom Stapel gelassen worden ist. Dass ich aber ein paar dicke Dinger hätte, wo ich mir dachte, super, wegen ihm musste ich ja hier die ganzen Schiffe bauen. Aber, Diplomatie, ich habe mittlerweile mit ihr Handelsrechte. Vielleicht kriege ich auch wieder die Allianz zusammengegriffen, das wäre natürlich sehr nobel. Und ich habe Frieden hier mit der Piratin vor Ort geschlossen, mit N. Harlow, denn da ich die ganze Zeit Schiffe versenke, von der Omara, ich versuche ja die ganze Zeit was raus, aber militärisch scheint sie noch besser zu sein, weswegen sie derzeit Spielstand gespeichert. Kein Bock hat. Ich würde mich nochmal einschmeißen. Du möchtest wohl ein Fleißsternchen? Friedensvertrag und so will sie halt immer noch nicht, aber so ist das. Wieso sind die Chancen? Ich bin stolz darauf, das zu sein, wofür mein Vater gehalten wurde. Ein Verräter der Krone. Gott schütze die Königin. Na gut, mehr ist nicht passiert, außer wie gesagt, dass ich jetzt im... hier kann ich mal gucken, wie die anderen Punkte sehen. Sie hat übrigens mit allen Krieg. Weiß nicht. Er hat nur mit ihr Kriegen, mit ihr hat er Frieden. Sie hat mit mir Frieden und mit dem anderen Piraten. Er hat nur mit einem Frieden und sie hat immerhin Handelsrechte mit mir und sonst auch eher negativ. Also sind wir diplomatisch doch gar nicht so schlecht dran hier. Wir können wieder einkaufen. Wenn du etwas Ausgefallenes willst du etwas kaufen oder suchst du meinen Rat? Ach, Schokolade will ich nicht. Kaffee will ich. Achso, ich hatte ja, da ich ja Handelsrechte wieder mit unserer Prinzessin habe, hatte ich mal meinen ganzen Tross hier vorhin bewegt. Auf die alte Dame ist Verlass. Und ich wollte handeln. Fahr mal hin. Das können wir kurz machen, während wir darauf warten, dass wir Phase 4 fast abschließen können. 4 Minuten nach! Dann haben wir das auch im... geschafft. So, hier, kaufen. Wenn es bei Ihnen üblich ist, ich habe gerade ein Gedicht verfasst. Das würde ich kaufen wollen. Wäre es unangemessen, Sie um Ihre aufrichtige Meinung dazu zu bitten? Ach komm, mach voll die Bude da. Ich schätze Ihre Loyalität. Wir haben schon häufig gehandelt. Was Sie für mich tun können, ich werde darüber nachdenken. Ich wollte doch keine Aufgabe haben, aber... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Gott sei Dank. Bereit zum Einsatz! Schön, ja auch im Kriegsgebiet gleich erstmal ein Schiff versenkt. So komme ich doch gerne zurück. Fahr mal hier hin. Das Wasser schäumt, Admiral! Dass wir gleich ein bisschen Nachschub kriegen. So, wir haben jetzt Dings gekauft. Dann kaufe ich jetzt mal... Frühling und Herbst. Das war gerade ein bisschen knapp. Ich habe von Ihnen viel über die Kunst des Handels gelernt. Tauschen wir nochmal die Plätze bitte, dann holen wir nochmal Pelz. Was hat sie denn hier im Angebot? Ist es Pflicht, die sie zu mir führt? Bier und Schnaps. Die Insel eines Konkurrenten wird belagert. Hier kann ich Trauben kaufen. Das brauche ich alles nicht. Aber es hilft uns ja schon mal, was wir hier kaufen können.
Nehmen wir die ganzen Pilze weg. Um Ihre Ankunft zu ehren, ich schätze Ihre Loyalität. Wir haben schon häufig gehandelt. So, hier ist mein Schiff. Das kann ein bisschen Nachschub bringen. Zigarren sind sehr teuer, aber was soll der Geiz? Bei 3 Millionen könnte ich mir eigentlich nochmal ein Inselstück von ihr kaufen, oder? Soll ich das mal tun? Die Menschen lassen sie hochleben. Was kostet eins? 1,6 Millionen. Komm, das tue ich mal. Das ist die Hälfte meines Geldes. Ich weiß, was du willst. Und das kann ich nicht zulassen. Zurückkaufen kostet 1,4 Millionen. 1,1 Millionen. Das muss ich noch ein Momentchen warten, bis ich das machen kann. Aber jetzt kriege ich noch mehr Geld rein. Denn jetzt habe ich Einkommen 21.000, Schulden 10.000, also 11.000 nochmal plus, was das betrifft. Und wenn hier die Versorgung wieder halbwegs steht, dann... denke ich mal, gibt es hier nochmal ordentlichen Schwung, wo ich mir vielleicht nochmal was anderes leisten kann. Und die vier fahren mal jetzt nach Hause. Flotte erwartet Befehle. So, mein Schiff müsste ja auch... Oh, wir gucken gleich mal. Müsste gleich fertig sein, ne? 4 Minuten. Oh, das ist passend. Ich wollte mal extra Schwung rumholen, weil irgendwie der Rum ein bisschen knapp ist. So, 100 hole ich mal ab. Was war denn noch knapp, was ich hier mitbringe? Kaffee war immer knapp, ne? Nochmal Kaffee. Ich wünsche mir Einigkeit in Harmonie. Wir gerne. Wir stehen dicht zusammen, wie Bambus am Fluss. Bereit zum Einsatz! Kaffee wollte ich jetzt aber eigentlich mitbringen. Kaffee, 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 Kaffee. Stillstand gespeichert. Kampfdeck bereit. Sehr gut. Und ab nach Hause. Auf geht's. Und schon habe ich eine Allianz mit ihr wieder. Den Stand haben wir schon wieder hergestellt. Sehr gut. Und wir haben jetzt noch 13 Sekunden. Die Spannung steigt. Ich bin mal gespannt, was uns exakt erwartet, um die letzte Phase danach zu schließen. Ich vermute mal, die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Nicht schlimm. Erledigt. Sehr schön, die Verglasung wurde gebaut. Dann werden wir die Phase auch mal abschließen. Jetzt. Schick, schick, schickes Gebäude. So, was haben wir denn für die letzte Phase? Erstmal brauchen wir Strom. Dann brauchen wir 300 Glühfäden. 2000 Ingenieure. Und 5000 Investoren. Holla, die Waldfee. Da haben wir also nochmal eine Menge Arbeit vor uns. Ich überlege, ob ich das Kraftwerk hier abreiße. Da gibt es nämlich ein paar Sachen wieder. Oh, jetzt habe ich den Weg abgerissen, ne? Ich wollte das hier machen. Das hat die Hälfte hier auch keinen Strom mehr, ne? Naja, es hat gereicht. Erstmal mal gucken. Denn ich muss... Ich hoffe, dass es funktioniert, weil die braucht ja Strom. Ich habe ja nicht groß die Wahl, hier noch eins hinzusetzen. So, damit gibt es hier schon mal Strom. Oh, ne, ja, wenn sie dann gleich hat, gibt es schon mal Strom. Kautschuk brauche ich jede Menge und Glühfäden und, okay. Da müssen wir nochmal produzieren ohne Ende, denn die Glühfäden werden eigentlich ja zurzeit... Schiff unter Beschuss. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Hier, ich baue nochmal ein Lagerhaus hier hin. Wo ist denn schon wieder ein Stück Schiff? Achso, ist voll. Ist voll. Schiff unter Beschuss. Das ist keine gute Idee, lang zu fahren, Leute. Flotte bereit. Wir fahren mal hier hin. Wir landen hier ab. Flotte legt ab. Schiff unter Beschuss. Ziele. Bitte schneller.
Nicht, dass eins meiner Schiffe ja noch versinkt. So zum Abschluss der Folge. Laufen Koordinaten an. Oh oh. Wie weit ist die Reichweite? Bin ich jetzt außerhalb der Reichweite? Oh. Ja, jetzt bin ich außerhalb der Reichweite. Okay, sehr gut. Dann mal bis hierhin. Das war knapp. Die hat dann nochmal einen ganzen Nachschub an Bord hier. Die Jungs. Ja, das ist der Nachteil beim Krieg. Dass sie halt natürlich dann auch an solchen Gebäuden vorbeifahren. Aber dass die auch nicht stört, dass sie einfach dran vorbeifahren. Statt mal zu gucken, oh, da fahren wir nicht vorbei, da schießen die auf uns. Nein. Flotte geht auf Fahrt. Ist ja wurscht. So, ja gut. Der Vorteil ist, ich habe 1611 Arbeitskräfte, Handwerker jetzt über, die ich natürlich zu Ingenieuren alle machen kann. Das ist der Vorteil, zum einen. Zum anderen muss ich ja mal gucken, wie die Stromversorgung hier nochmal herkriege, weil ohne Stromversorgung... Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und... Okay, nee, geht auch ohne Stromversorgung herzustellen. Okay, Strom. Feuer ist ausgebrochen. Strom kommt gleich. Ingenieure baue ich. Das Einzige sind die Glühfäden. Ich glaube, die werden echt... Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Interessant, aber es ist gar kein Problem, denn dann bauen wir einfach schon mal eine Glühfädenfabrik. Nochmal eine. Am besten hinten, wo es Stromanschluss gibt, nochmal eine. Damit wir Glühfäden in Überschuss haben. Spielstand gespeichert. Sehr gut, das haben wir nochmal gemacht. Und dann bauen wir das Stück für Stück aus. Gut, wir haben die vorletzte Stufe erreicht. Wir sind jetzt in der letzten Stufe zum Ausbauen. Wir arbeiten dran. Die wird demnächst hoffentlich mit Strom versorgt. Und dann geht es hier langsam los, alles vorzubereiten. Wir sehen uns wieder, wenn die Vorbereitung so gut wie abgeschlossen ist. Und dann... Ja, du bist doch angeschlossen am Strommaschinennetz. Warum zum Teufel... Ah, jetzt hier. Jetzt gibt's Strom. Und jetzt hat's auch Strom. Sehr gut. Wir brauchen noch knappe 2000, ungefähr 2000 Ingenieure und 2000 Investoren. Das ist gar nicht einfach. Und die 300 Glühfäden wären nochmal richtig hart. Den Kautschuk werde ich mir Stück für Stück von einer Insel besorgen. Da werde ich mal ein bisschen was rüberschicken mit Begleitschutz. Also wenn die alle Begleitschutz machen, denke ich mal, wird das gehen. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge am nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao.